Hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Vlog von uns. Wie kann man so schlecht anfangen, Schatz? Weiß ich auch nicht. Okay, hallo und herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich lasse es drin am Anfang. Ja, das ist doch... Au! Nee, die Sidan. Also ihr Lieben, es halt hier ein bisschen. Und wir gehen jetzt einkaufen. Wir müssen... Oh, okay, Schatz, was mache ich an deinem Coroni? Wir müssen jetzt noch ein paar Zutaten für unseren No-Bake-Kuchen kaufen. Was ist No-Bake? No-Bake, man! Nicht backen. Ja! Ist, auf jeden Fall, Leute, entschuldigt meine Frisur. Ich habe meine Haare nur geführt. Wir wurden nämlich schnell ins Haus gerufen, weil wir ja noch die Sachen hier alle abmessen mussten. Und Schatz, du wirst gleich sehen, was ein No-Bake-Kuchen ist. Es wird dir richtig schmecken, hoffentlich. Aber nicht mit Schokolade und so. Ich will, nein, mit ich will Schokolade! Aber ich mache Diät, Schatz. Ah, okay. Bis gleich. So, Schatz, was brauchen wir? Zutaten. 200 Gramm Keks eurer Wahl, zum Beispiel Oreos mit Creme. Okay, dann suchen wir die mal. Oder Leute, wir machen. Von Milka. Wir machen übrigens das Rezept von Kiki's Kitchen auf YouTube. Weil das sah so lecker aus. Deswegen dachten wir, komm, mach mal das nach. Das wird uns bestimmt gelingen. Hoffen wir mal. So, die Oreo-Kekse haben wir gefunden. Was 80 noch? Gramm geschmolzene Butter. Gibt's noch was von Süßigkeiten? Ach so, weiß ich noch nicht. So, Leute, das wir haben die Schokolade und jetzt. 500 Gramm Spaghetti Massacaporno. Aha, okay. Kennst du? Nein, kenne ich nicht. Auch nicht. Mascarpone oder was? Ja. Okay. Warte, jetzt sehen wir hier. Gefunden. Da muss ich gleich nochmal stören. Wir sind ja auch, wo es an die Lecks hat. So, wir haben alles eingekauft. Draußen schifft es richtig. Und jetzt fahren wir noch zum Emra und dann leg mal los. Gell? Emra? Ich hab Emra gesagt. Warum? Marisa, so nett. Ach, die Cheesecake. Ja. Aber mit Oreo. Komm nachher. Du sollst nur helfen machen, du sollst nicht essen. So ein Bauer. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder bei Emlach zu Hause. Ich habe kurz meine Haare ein bisschen gemacht, aber die sind richtig schlecht geworden. Vor allem die Seite. Also, ja, das war amateurhaft von mir. Wir machen jetzt gleich den Kuchen und nehmen euch da ein bisschen mit. Wir gehen aber auch parallel dazu auf TikTok live. Deswegen werde ich euch wahrscheinlich so im Schnelldurchlauf ein bisschen zeigen, wie wir den Kuchen machen. Und so. Also ihr Lieben, wir machen heute ein No-Bake Cheesecake von Kiki's Kitchen. Und wir mussten jetzt erstmal 200 Gramm Oreos klein mahlen. Und dazu kommen jetzt 80 Gramm Butter. Jawohl. Die geben wir jetzt dazu. Und die schmelzt sich kurz. Ich muss sie so schmelzen, weil wir hier keine Mikrowelle haben. Also wir haben hier eigentlich eine Mikrowelle, Leute. Meine Mutter benutzt diese Mikrowelle als Schokoladenbunker. Deswegen... Okay. So. Und wir zeigen euch einfach Step für Step am besten, wie wir das machen. Genau. Wir filmen so ein bisschen mit. Und nachher nehmen wir euch beim Taste-Test natürlich auch mit, wie dann der Kuchen schmeckt. Perfekt. Bis dann. Dann, ich. Dann hier sind wir noch live auf TikTok. Ja, Leute, wir sind live auf TikTok. Grüße an die letzten Nachrichten. Ihr seid jetzt alle in so einem YouTube-Vlog. Genau. So, Schatz. Und jetzt können wir das schon, weil das so schön flüssig ist, okay, können wir das schon hier einmal drüber geben. Gib mal. Und jetzt schnell... Verrühren, Chef. Was verrühren? Die Sachen miteinander. Ich kann das nicht, das ist meine linke Hand. Okay, warte, ich mach gleich. Okay. Und dann wird's verrührt, Leute. Ja, bis dann nachher. Hey. Schatz, dann erklär du mal, was wir hier machen. Okay, Leute, wir haben ja klein gemacht, wir haben sie einfach in eine Tüte gegeben und draufgeschlagen. Jetzt und haben jetzt wir die wir 80 Gramm geschmolzene Butter, ja, mit den Keksen vermengt, verrührt. Und jetzt brauchen wir anscheinend ein Glas, Schatz. Was für ein Glas? Hat Franzi gesagt. Warum? Weil wir das festdrücken müssen. Aha, das sieht nicht so, das sieht auch richtig schlecht aus. Nein, nein, das sieht nicht schlecht aus. Das ist der sieht Boden. Das schlecht aus, das ist der Boden, eine. Katastrophe. Alter, das ist, was ist das für ein Boden, Schatz? Ich will, Leute, ich liebe das, wenn Ur kommt, der sagt einfach immer richtig Dinger. Der ist einfach ehrlich. Der ist eine Katastrophe. Wie sieht das aus? Schatz, lass mich machen, schnell. Komm. Ich brauche jetzt ein Ding, Harpo. Aber warte, er darf jetzt Ende machen wieder. Ach du Scheiße. Warum entsteht hier Lücke, wenn ich das mache? Ich hab das auch geklappt. Da entstehen so Lücken. Hier. Lücken. Ich brauche sowas wie so Dinger. Ja, aber ich mach das jetzt ohne Lücke, Heide. Ich brauche das, womit man Crepe macht. Warte mal, hier kommt mal. Oh, ja. Nein, Leute, das ist scheiße, wenn nur ein bisschen kleiner wäre, wäre es noch schöner, weil der würde mehr mit uns chillen, aber der will nicht mehr mit uns chillen. Der ist zu alt geworden. Lüge. Ja, du bist jetzt zu alt geworden, du hast jetzt andere Interessen. Okay, Leute, ich habe hier einfach einen Boden gemacht. Einfach gerade ein Stuhl. Ich schwör.
Ja, nee, nicht mal Betonmauer macht so Boden. Gut zu wissen, Leute, nicht mal Betonmauer macht so Boden. So, ich zeig's euch jetzt. Alter, krank. Ich glaube, den muss man jetzt in den Kühlschrank oder so stellen. Es regnet draußen. Also, Uhl macht hier gerade noch die Vollmilchschokolade. Uhl macht die. Die sieht richtig gut aus. Emrah, du hast den Teig fertig gemacht? Ja. Ihr seid echt super. Ohne Streicher. Der muss jetzt raus auf den Balkon, Schatz. Aber es regnet draußen. Mach doch so ein Ding drüber, so ein... Glassichtfolie. Tut doch einfach 15 Minuten gefriert. Aha. Okay. Danke. So, Leute, und jetzt wird die Sahne hier einmal steif geschlagen. James Bond. Okay, Leute, ich mach das. Ich lass mich machen, bitte. Lass mich machen. Ich kann das. Oh, Leute, guck mal, was passiert. Guck mal, wie es hier aussieht. Was soll ich machen, Junge? Ich hab dir gesagt, lass mich machen. Okay, oder? Auch mal, ja. mein Finger ist weg, mein Orange. Zwei Packungen Mascarpone gibt ihr jetzt hier rein. Das und dann tut ihr die geschmolzene Schokolade, zeig mal, damit unterheben mit der Mascarpone und dann kommt die Sahne, die geschlagene, auch noch mit hier dazu und dann wird es eine Creme und die zeigen wir euch nachher. Okay, Ugi, du kannst jetzt den Kuchen in den Boden reinholen. Du bist zuständig für YouTube-Video aufnehmen. Einen Ugi, warum okay. Hast du da weg? Ja, oder? Hier. Nein. Okay, Leute, der Kuchen ist wieder da. Okay. Wir haben hier einmal die Mascarpone. Und ich kannst du mit dem kleinen Handy mal auf YouTube gehen, komm, dann haben wir ein bisschen Probleme, wenn die wechseln. Das da? Ja, weil jetzt drüber. Oh, das sieht sehr, 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 sehr yummy aus. Leute, das wird, glaube ich, sehr gut schmecken. Ich dachte, das wäre gesund, was wir heute machen. Ja, zarte Schokolade, ungesund. Ist zarte Schokolade gesund? Gesund, ja, ja, ja. Das sieht aus wie Käse, Leute. Wie Küflipene. Was meinst du, was ist Küflipene? Schimmelkäse. Schimmelkäse. So. Das gibt ihr mit rein. Schatz, dann 70 Gramm Zucker. Komm, mach mal. 70? Wallah, ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich nehme so viel. Nein, 70 Gramm, Dürr. Das ist ungefähr 70 Gramm. Immer so langsam, stopp, stopp, stopp. Ich muss es doch nicht, Schatz. Moment. Oh, jetzt sieht's aber gut aus, Schatz. Ja, ja. Oh, zoom mal hier rein. Hast du das schon mal so eine Torte gesehen? Das ist das wie bueno. Und noch ein bisschen. Marchisio Portocano. Was muss ich machen, Schatz? Einfach draufhauen auf dem Sahne dazu, gell? Oh. Okay, yes, oh mein Gott, das smells nice. Okay, Schatz, wir haben jetzt noch die Schokosoße gemacht für unseren Kuchen. Dafür haben wir Sahne erhitzt und gehackte Schokolade. Also, und gehackte Schokolade dazu gegeben und das wird jetzt die Soße und die kommt dann über den Kuchen, das zeigen wir euch gleich. Wir haben zu Ende gegessen. Ich bin einfach so satt. Das ist übrig geblieben. Und ein Pizzastück. Und was machst du jetzt? Ich hab hier ab. Who's that guy in the behind of me? Ich hab kurz das Geschirr gespült. Kannst du den Tisch abputzen? Bitte. Schatz. Bitte. Hello, you're a ghost in the background. Where are you from? Okay. Wie ist deine Tisch gekocht? Okay, Leute, dann putzen wir halt, was soll ich machen? Das ist, krank, wie ich geputzt habe. Marusch, hab geputzt. Danke. Und er holt von draußen noch jetzt die Torte. Ich bin mal gespannt, wie sie aussieht. Ich habe mich die Karte, Tamam, durchmessen. Ich wollte aber jetzt noch Dinger machen.
Wow, das ist Kerzen. Einen, ja. Mama, seni bir dışarı alabilir miyiz? Ich schmecke gerade. Ich glaube auch. Bakayım. Oh mein Gott. Emre, was sagst du zum Cake? Grandia Grosso Ancorada. Das war Ding auf Bulgarisch. Achso, okay. Nimm mal. Damn, Marisa, what are you doing, man? Okay, warte. Ach, Marisa, bıçak kesiyor mu? Kesiyor. Kesmiyorsa annemden alabiliriz bir şeyler. Annem, okay, anne, sen... Neyi versin anasını? Aşağıda şey var anne, papier. Çıkaramadık, biraz terlemiş dışarıda kek. Niye olmuyor bu anne ya? Emre, es geht nicht, das ganze Ding raus. Ah, einen. Danke, Tom. Wie hat es geschmeckt, Emre? Leute, guck mal, so viele schon weg. Jetzt sag mal, Chef, ich bin zum Spiel. Aber yummy. War übertrieben geil. Nicht so süß. Nicht so wenig süß. Chai-Käfe. Anne, sen beğendin mi? Das ist nur jetzt die Aufstellung gegen die Kibis, dass die stimmen alle. Ja, Benji, der Chuck ist auch mich. So, Leute, jetzt auch ein Testtest von mir. Kannst du die Spitze kaufen, 90 Euro, 80 Euro. Super auch super. Gell! Leute, nicht wundern, da hinten ist klein Emosch. Schatz, darf ich bitte dieses kleine Ding zeigen? Komm, das muss ich euch noch zeigen, bevor ich jetzt ausmache. So, ihr Lieben, also das ist ihr Emosch. Und das, Moment. Das ist Emosch! Okay, Schatz, wohin zeigst du, Alter? Schielst du? Das ist Emosch! Oh, Flugzeug! Schatz! Maus! Ich hab keinen Bock mehr, was machst du eigentlich? Mach mal Outro jetzt, komm! Okay, Leute, auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, das ist unser Kanal auf YouTube. Vergesst nicht zu abonnieren, subscribe, kommentieren, definieren, subsumieren. Wir haben euch lieb, ihr seid die Besten! Check out, peace out. Schatz, was machst du? Wir machen jetzt Outro. Kämpfst du deine Haare immer fürs Outro? Natürlich, Leute. Da gibt's Merve, Aisha, Fatime. Du weißt nie, morgen, heute so, morgen kommt neue Kismet. Emma, ich geh mal kurz. Schatz, mach nicht so. Mach doch nicht sowas. Aisha. Schatz, gib doch mal, was hast du gemacht? Okay. Also ihr Lieben, auf jeden Fall, weil... Junge, ich hab jetzt mal ein Auto machen. Auf jeden Fall wollten wir uns bedanken. Auf jeden Fall wollten wir uns bedanken für euren Support. Ihr seid wirklich die Besten. Vielen Dank. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, zu kommentieren und... Auf mein privater Account zu Dinger. Jetzt heißt es, ich hab noch richtig. Abonniert uns, Leute. Ganz wichtig. Das Wichtigste überhaupt. Wenn du aufstehst, Zähne putzen, abonnieren. Zähne putzen, abonnieren. So. Okay, Leute. Ich hab euch lieb. Ich bin jetzt zocken.